Ich denke, der Platz wurde immer besser, weil es geregnet hat und die spielerische Qualität wird dann natürlich bei uns auch ein bisschen besser. Wenn ein Platz natürlich, uns spricht natürlich ein Platz zu entgegen, wenn wir natürlich einen guten Platz haben, halt, dann können wir natürlich einen guten Fußball spielen. Halt. Das war in der ersten Halbzeit relativ schwierig, da war es sehr uneben dann halt. Es wurde dann mit dem Regen eigentlich viel, viel besser halt. Und wie schon gesagt, ich kann der Mannschaft nur ein riesen Kompliment machen. Sie haben alles das abgerufen, was wir vorgegeben haben. Und wenn sie noch ein bisschen entschlossener vor Tor sind, dann geht es vielleicht noch ein bisschen deutlicher aus. Aber wir sind so total zufrieden. Alles gut. Wir haben unsere Hausaufgabe gemacht und alles ist okay. Ja, es ist ein bisschen zu leicht, die Erklärung. Vielleicht auch ein bisschen dann Kraftmangel, aber nicht nur. Wenn du besser stehst, dann auch von der Raumaufteilung, dann kannst du das auch kompensieren. Und wir sind spielerisch auch einfach nicht reingekommen, weil Poppenbüll das einfach stark gemacht hat. Muss man anerkennen, ja. Ja, natürlich. Es ist Fußball, immer alles möglich. Restlichen Spiele gewinnen. Wenn man sich die Tabelle anschaut, ist alles möglich, klar. Kosovo spielt noch gegen Derzenspor. Die nehmen sich auch noch die Punkte. Wir spielen noch gegen Derzenspor, letzten Spieltag. Alles möglich, immer dran glauben, natürlich positiv sein. Ich denke, dass wir geschlossen aufgetreten sind, gerade nach dem letzten Spiel, wo wir verloren haben. Und was die letzten Wochen passiert ist, ich denke, dass wir da gebündelte Kräfte gesammelt haben und das Ding auch heute verdient gewonnen haben. Auf dem Platz, heute war es nicht einfach, Fußball zu spielen. Zweite Halbzeit vielleicht ein bisschen einfacher durch den Regen, der dann auch gekommen ist. Ja, aber ich denke, der Trainer hat uns vor dem Spiel und in der Halbzeit gut eingestellt. In der ersten Halbzeit haben wir Glück gehabt, dass wir noch nicht in Rückstand geraten sind. Konnten 0-0 bis zur Halbzeit oder in die Halbzeit mitnehmen. In der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, dass bei uns die Kräfte schwinden und das Ergebnis einfach besser war. Glückwunsch, und das muss man einfach so akzeptieren. Ja, also ich sage jetzt mal, bis auf den ersten Platz sollte man abhaken jetzt nach dem Spiel. Zumal man ja auch gesehen hat, dass der Gegner halt eben besser war. Aber der zweite Platz ist absolut noch drin und total realistisch. Und das sind wir auch schuldig, den anderen Vereinen, dass wir da Vollgas geben bis zum letzten Spiel.